Hi, hier ist Naiko und herzlich willkommen zu meinem neuesten Let's Play. Und zwar zu Sunrise, the Game. Tja, das Spiel. Okay. Dann ein paar kurze Hintergrundinfos zu Sunrise. So, das Spiel wurde released am 31.01.2008. Und zwar von einem deutschen Entwicklerstudio aus Erfurt, nämlich TML Studios. Gepublished wurde es von Aerosoft. Tja, so. Nun aber etwas über Sunrise selbst. Tja, das Spiel ist eine Science-Fiction-Story über drei Freunde aus New York, die an einer einzigartigen Erfindung arbeiten. Und ja, jetzt etwas über die drei Freunde natürlich. Da wäre zum einen der Protagonist Ray Decker, oder besser gesagt Rydek. Er ist also derjenige, mit dem wir diese Story erleben werden. Ja. Und über ihn selbst, ja. Er ist 28 Jahre alt, kommt aus Brooklyn, wie auch seine beiden Freunde. Seine Welt ist die Musik. Ist als Drummer in einer Hardrock-Band viel herumgekommen. Und natürlich ist er derjenige, der den Chaotenhaufen zusammenhält. Wie nicht anders zu erwarten. Tja. Hauptcharakter. So, dann gibt es noch Maxwell Spencer, auch Max genannt. Er ist 26 Jahre alt, er war bei der Army und zurzeit ist er als Barkeeper und Rausschmeißer in Joey's Bierbar angestellt. Ja, und er hat den Traum, eines Tages den angesagtesten Club in New York zu besitzen. So, und damit das Trio perfekt ist da noch Brian Harper, 26 Jahre alt, der Denker. Sein Leben ist die Wissenschaft. Es ist sein Experiment, das die drei Freunde ein Abenteuer erleben lässt, mit dem sicher keiner gerechnet hätte. Tja, also der Hauptschuldige. Tja, ich hoffe, meine Ausführungen waren doch nicht zu weitschweifend. So, ja, ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel des Guten auf einmal. Tja, dann etwas zu den Optionen. Ja, und zwar hier Untertitel sind aus. Tja, ich glaube, werde ich einmal auslassen. Vielleicht später einschalten. Tja, Objektbeschreibung ist klar, natürlich ein. Extended Version, ja, lassen wir ein, weil das sind die Gesprächsabläufe. Ja, die sollen so bleiben, wie sie sind. Okay. Dann natürlich wieder zurück. So, jetzt neues Spiel. Nein, das werden wir noch nicht beginnen, denn ich sehe unten Tutorial. Okay. Das werden wir im nächsten Video aber erst machen. Okay. Verabschiede mich hier einmal und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Okay, bis dann, euer Naiko.